Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Hier nun einige Fragen zum Verständnis des Textes, unseres Textes. Frohe Ostern. Woher kommen die Ostereier? Bitte beantworten Sie diese Fragen in ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen. Nummer 1. Was ist unter den Gelehrten noch umstritten? Nummer 2. Welche Bräuche mischen sich nach einer Theorie? Nummer 3. Aus welchen Gründen haben sich die Menschen beschenkt? Nummer 4. Worauf weist eine andere Deutung hin? Nummer 5. Welche Farbe sollen die Ostereier gehabt haben? Nummer 6. Was lehnten die Protestanten ab? Und Nummer 7. Was bedeutet die Suche und das Finden der versteckten Eier für Kind und Eltern? Dankeschön.